Das ist kalt. Ah, das ist nicht so optimal. Aber kann die doch ganz einfach umbauen in Häuser, oder? Scheiße, wieso haben wir gerade so wenig Holz? Was macht der Automaton? Arbeitet zu langsam. Kann ich einfach hier drüben noch ein Sägewerk bauen? Wie viel kostet das? Okay, das ist billig. Billig, billig. Ja? Ist das so? Ganz einfach. Die sollen halt arbeiten. Sollen sie nicht wundern. Wenn sie nicht bewegen, wird's kalt. Nice. Das habe ich hier. Mann, ey. Ach, da kommen doch hoffentlich ein paar Arbeiter jetzt gleich. Und jetzt irgendwie eine special geile Zwischensequenz? Nein. Das ist top. Wir haben wieder ein paar Ingenieure. Könnte gut werden. Wieder ein Einwohner gestorben. Ja, herrlich. Jo. Überlebende. Stop. Arbeiter. Ja, komm hier. Forsch mal ein bisschen schneller. Unzufriedenheit. Warum ist sie so hoch? Ihr habt doch eine Kampfarena, oder? Hatte ich schon eine Kampfarena gebaut? Im Wirtshaus. Wo ist die Kampfarena? Müsst ihr doch schon eine haben, oder? Doch, und da braucht schon eine Kampfarena. Da ist eine. Ja. Einwohner in der Nähe einer Kampfarena können im blutigen Spektakel Ablenkung finden. Dir noch nicht genug Blut. Braucht ihr mehr? Okay, kann man das irgendwie verbessern? Ah ja. Bauen. Bauen statt klauen. Baracken könnte ich noch bauen, diese noch. Die soll doch ja recht wetterfest sein, ne? Bauen wir mal noch ein paar Baracken. Müssen die jetzt an der Straße angreifen? Fast forward, damit die Sachen hier mal ein bisschen. Bisschen vorwärts gehen. Krieg jetzt eh gleich wieder Minus reingedrückt, weil ich das Krankenhaus nicht bauen konnte. Aber jetzt erstmal das Krankenhaus. Natürlich hatte ich die Technologie davor noch nicht erforscht und muss die jetzt erstmal erforschen. Und das heißt, ich stecke noch mehr in der Scheiße. Warum wird das Spiel jetzt so stressig? War doch ein guter Anführer. Kohlemine, Winterheim. Da kommen erstmal Kohlemine.
52 kranke, 12, 19 schwer. Hier ist wieder zu viel zu essen. Ah, habe ich eigentlich noch Kinder über? Hallo, liebe Kinderchen, wollt ihr arbeiten? Ja, ihr wollt arbeiten. Nahrungsmittel. Ich vergesse immer, wo die Dampfzentren sind. Was ist hier das Problem? Zu kalt. Natürlich sinkt wieder alles, weil ich das scheiß Krankenhaus nicht gebaut habe. Damn it! Okay, nicht fluchen. Stellt er mindestens erträgliche Lebensbedingungen in Unterkünften sicher. 0 von 8. 23 Stunden habe ich dafür noch Zeit. Ab wann gibt es denn erträgliche Lebensbedingungen? Ist überall kühl. Ich hau einfach meine Temperatur hoch. Noch nicht erforscht. Wer hätte das gedacht? Forscht mal schneller, Jungs. Wir brauchen mehr Forschung. Ich öffne sofort ein Krankenhaus. Ja! Ich habe 2 Tage Zeit zum Bau. Kommt, forscht schneller. Fuck! Ich hatte das Krankenhaus noch gar nicht erforscht. Das ist hier diese komische Medizin davor. Na, das ist jetzt dumm gelaufen. Ja, ich glaube, nach diesen 12 Tagen sind dann auf einmal alle weg. Weil einfach keiner mehr hier wohnen will. In diesem Loch, wir müssen gehen. Hallo? Ihr habt ein Wirtshaus und eine Kampfarena. Selbst ihr habt Alkohol und Gewalt. Beschwert euch mal nicht. Ihr, ne? Macht mal. Forscht mal ein bisschen schneller, bitte. Krankenhaus, ganz schnell Krankenhaus. Es werden halt immer mehr krank. 400 Kranke. Kann man hier Kinder arbeiten lassen? Top, Krankenhaus ist erforscht. Ein Krankenhaus bauen. Krankenhaus, Krankenhaus, ganz schnell Krankenhaus. Natürlich fehlt dafür eine Dampfzelle und ein Fuck. Stahl ist ja nicht so wichtig. Aber es fehlt eine Dampfzelle. Das ist das Problem. Aha. Heizung. Bitte. Ich fehlt da auch Stahl. Warum wird eigentlich überhaupt nichts mehr Stahlmäßiges gemacht? Doch ein Stahlwerk. Da arbeiten sogar Leute angeblich drin. Was wird einfach kein Stahl? So, hä? Gewinnstart. Wieso steht da 99.000? Da steht 2,4 pro Stunde. Gott. Na. Einer der Londoner heizt eine unruhige Menschenmenge auf. Er jagt den Einwohnern Angst ein, damit sie sich dem Exodus nach London anschließen. Ihre Unzufriedenheit mit der Situation in unserer Stadt macht sein Untergangsvision nur noch glaubwürdiger. Hm. Wir müssen ihn reden lassen. 62 Londoner. Wie viele... Oh mein Gott, ich bin halt mehr voller Unzufriedenheit.
müssen noch zwei Tage. Ich habe zwei Tage Zeit, die Hoffnung zu steigern. Kann ich irgendwas machen, um schnell die Hoffnung zu steigern? Alkohol. Ganz viel Alkohol. Fuck. Einwohner, hier. Es kann nur ein Wirtshaus geben. Das verringert die Unzufriedenheit. Verringert auch nur die Unzufriedenheit. Ich muss doch die Hoffnung steigern, oder? Komm so. Ach, Mensch. Was mache ich nur? Es hat Heizgas. Achso. Dampfzentrum Reichweite. Hey Leute. Die von der Stahlfraktion sollen mal ein bisschen schneller Stahl herstellen. Derzeit könnt ihr ja was anderes erforschen. Generator Reichweite. Dampfzentrum. Achso, das sind die Dampfzentren. Okay. Ist mir auch 10 Stahl. Alles 10 Stahl. Rohstoffdepot auf. Start für Kohlemeile. Holzkohle. Regierung des Kohleabbaus. Ja, nice, wenn man keinen Stahl hat und einfach mal gar nichts mehr erforschen kann. Das ist auch gut gelaufen, würde ich behaupten. Macht mal. Arbeitet mal. Ich werde eh gleich gelüncht von den Leuten hier. Scheiße. Temporäre Modifikation. Ein Einwohner ist gestorben. 6 wohnen nahe eines Wachturms oder einer Wachstation. Okay, das heißt, ich kann auch einfach nochmal versuchen, so einen Wachturm zu bauen. Wo mir wieder Stahl fehlt. So eine Scheiße. Und schon wieder ein Einwohner gestorben. 73. Let's go back. Botschaften an den Mauern. Fabrik. Oh, das ist cool. Wirklich den Bau einer Fabrik. Außenpostendepot. Ermöglicht uns ein Außenpostenteam zusammenzustellen, das einen permanenten Rohstoffaußenposten weit entfernt von der Stadt aufbaut, mit dem wir in Verbindung bleiben können. Das ist natürlich top. Das ist natürlich top. Aber ich, was will ich jetzt eigentlich machen? Ich will ein Krankenhaus bauen. Dafür fehlt mir ein Dampfkern. Ich brauche aber auch Stahl. Und ich bin überfordert. Ein Einwohner ist gestorben. Schon wieder. Verdammt. Wie ist Heim bauen? Pflegeheim? Ah, Mann. Gesundheit. 30. Komm hier, so. Zack. Steigere die Hoffnung auf 15%. Ich muss geschlossen zu dieser Tageszeit. Was für ein Tag ist denn? Wir haben 15 Uhr. Könnt ihr denn 15 Uhr eure Jagdhütte schließen? Wut über die Kälte. Heizen wir einige Unterkünfte.
noch nicht erforscht. Ey, Leute. Habe ich jetzt wenigstens genug Metall, um das mal zu erforschen? Ja, habe ich tatsächlich. Oh Mann. Verbesserte Generatorreichweite hier. Wir erforschen die alte Kohlemine. Mehr Kohle als nötig. Kohlemine war bis vor kurzem noch in Betrieb. Auch wenn die Maschinen sich aktuell nicht bewegen, scheint mit ihnen alles in Ordnung zu sein. In jedem Fall ist die Mine verlassen. Wenn wir die Maschinen auseinandernehmen, können wir sicherlich viele Rohmaterialien erbeuten. Allerdings werden wir nicht länger in der Lage sein, die Mine in Betrieb zu nehmen. Ja, nee, dann nehmen wir einfach mal nur die Kohle. Okay, also da können wir ein Außenposten-Team nachher hinschicken. Ich hoffe es. Kranken fühlen sich betrogen und entmutigt. Also ja, stimmt, ich habe ja noch keinen Dampfkern. Haha, sorry. Sorry dafür. Ich hätte gern einen, ich habe keinen. Hier ist ein Einwohner gestorben. Leute, wenn wir alle zusammen hier an einem Strang ziehen, ja, dann kann das auch was werden. Aber wenn ihr die ganze Zeit, ja, versucht ihr irgendwie stumm zu machen und durch die scheiß Eiseskälte zurück nach London zu laufen, ja, das wird euch nichts bringen. Jetzt bleibt hier, reißt euch zusammen und arbeitet weiter. Ist ja unfassbar. Ein Einwohner ist gestorben, ja, danke. Dammit. Verprügelte Wächter, Captain, Mitglied der Nachbarschaftswache, die Parolen der Londoner entfernt haben, wurden angegriffen. Wir sollten etwas tun, um unsere Leute zu schützen. Wir brauchen Wachen, um die Straße zu sichern. Habe ich die Wachstation überhaupt schon erforscht? Wahrscheinlich wieder nicht. Bei meinem Glück habe ich die einfach nicht erforscht. Oh Mann. Wachstation. Wo soll die sein? Aus. Jagdhacke. Fliegende Jäger. Treibhaus. Aus. Wissen nicht? Dampfbohrer. Heizung. Außenposten. Dampf. Nee, wir ist Wachstation. Wachstation, Wachstation, Wachstation. Auerbohrer? Was kann der denn? Lol. Das ist ja geil. Bohrt in die Wände unseres Kraters und legt Bäume frei, die einst einen Wald bildeten, bevor das Eis sie umschloss. Liefert bis zu 160 Holz pro Standardarbeitstag. Das ist natürlich nice. Aber da brauche ich auch wieder einen Dampfkern. Dammit. Ich glaube, ich brauche mehr Speer. Das ist wichtig. Ich glaube, als nächstes mehr Speer ist wichtig. Ah, und wo ist die Wachstation? Wie kriege ich aber das Gesetzbuch? Wachstation. Ah, hier, super. Neues Gebäude, Wachstation. Du musst zwei Wachstationen bauen. Die Unzufriedenheit steigt leicht an. Eine organisierte Miliz wird Ruhe und Ordnung in unserer Stadt aufrechterhalten und uns gegen jene helfen, die sie bedrohen können. So Leute, ne? Wer sich hier nicht an Recht und Ordnung hält, der bekommt es mit der Wachstation zu tun. Sind jetzt, wo fängt denn hier das eine Gebäude an?
ja. 82 Anhänger. Irgendwie wird die Luft langsam dünn. Wenn wir gehen, dann war er unzufrieden, er ist fast voll. Drei Versprechen gebrochen. Ich werde gleich noch mehr brechen. Steigere die Hoffnung auf 15. Stell mindestens erträgliche Lebensbedingungen. Wieso habe ich denn keine erträglichen Lebensbedingungen? Kann mir das jemand erklären? Jetzt forschen die, danke. Ich habe wieder keine Arbeiter. Die alle wieder irgendwo versumpft sind. Mehr Speer. Noch nicht erforscht. Hä? Was habe ich denn gerade erforscht? Ich dachte, ich hätte das erforscht. Generatorreichweite. Generatorleistung? Die erhöhen die Reichweite des Generators und die Ausdehnung der Wärmezone. Toll. Habe ich nicht gerade Dampfstufe 2 erforscht? Wärmebereicheinstellung. Erträgliche Lebensbedingungen in Unterkünften. Was wollt ihr denn mit erträglichen Lebensbedingungen in Unterkünften? Geringes Risiko, es ist doch kühl. Was genau ist denn das Problem jetzt daran? Muss es halt noch wärmer sein, oder wie? Noch wärmer als kühl. Kühl. Zelt. Ist ja alles kühl. Wenn ich mal irgendwas. Vorratslager, kalt. Fuck. Gut, nicht so gut. Oh Mann, ey. Sterben nur noch Einwohner. Löst die Menge auf. Menschenmenge lauscht in London den Einwohner mit Untergangsvision Angst einjagt. Soll 11. Ja, dann verjagt den. Bin eh gleich ein Herrscher ohne Volk, wenn die einfach alle abhauen. Die Temperatur wird deutlich ansteigen. Deine Zeit ist gekommen. Wurde verbannt, ernsthaft? Och nö. Ende, du bist entlassen. Eine Gruppe wütender Männer eskortiert dich unter den Generator. Die wartende Menge ist mucksmäuschenstill. Ausdruckslose Gesichter starren dich mit leeren Blicken an, während du an ihnen vorbeigehst. Das Urteil wird kurzerhand verkündet und in Anerkennung deiner Bemühungen bleibt dir die Todesstrafe erspart. Stattdessen bist du aus der Stadt vertrieben. Ich habe mein Bestes getan. Okay.
Okay. Ich habe verloren. Das ist schade. Ich wüsste aber trotzdem gerne noch, was Sie mit erträglichen Lebensbedingungen meinten. Hätte ich da jetzt wirklich irgendwie noch mehr Power herstellen müssen? Weil kühl war ja offensichtlich ganz okay, aber kühl war offensichtlich nicht erträglich, oder? Ach, ich habe keine Ahnung. Ja. Gut. So, dann sage ich erstmal Tschüss bei Frostpunk. Für Frostpunk erstmal. Und, ja. Tschüss, bis zum nächsten Mal bei Frostpunk. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Wenn ihr Anmerkungen, Fragen oder Ideen habt, schreibt sie in die Kommentare. Den Uploadplan findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Und falls euch das noch nicht reicht, folgt mir auf Facebook oder Twitter unter @rbrichierb.